Hey Leute und herzlich willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Heute habe ich mal wieder ein Minecraft Immersive Railroading Projektvideo für euch, denn ich habe bei meinem neuen Bahnhof ein Signalsystem installiert und dazu habe ich ja noch ein Stellwerk gebaut. Von dort aus kann man dann die Signale steuern. Und ich muss sagen, dass der Bau eigentlich ganz gut verlief. Ich bin sehr zufrieden mit dem Stellwerk. Allerdings gibt es halt ein kleines Problem an den Signalen. Oft ist es halt so, wenn man halt die Signale umschaltet, dass es dann dass das Signal immer noch auf dem Zustand bleibt, wo es schon vorher war. Also wenn man jetzt den Hebel umlegt, dann wechselt das Signal den Status einfach nicht. Ist jetzt nicht so schlimm, aber ist halt schon ein bisschen nervig. Aber es geht trotzdem noch und ja, ich muss sagen, ich habe jetzt hier ein etwas komplexeres, also einen etwas komplexeren Signalaufbau gemacht, sodass man halt auch die beiden Gleise von beiden Seiten befahren kann. Aber bei den anderen Bahnhöfen habe ich das ja so gemacht, dass man immer nur ein Gleis von einer Fahrtrichtung befahren kann. Hier kann man halt die beiden Gleise mit beiden Fahrtrichtungen nutzen. Jetzt wünsche ich euch viel Spaß mit dem Video.
So, das war's dann auch schon wieder von diesem Video. Ich hoffe, dass es euch gefallen hat. Wenn ja, dann könnt ihr gerne ein Like und ein Abo dalassen. Die Glocke könnt ihr gerne auch noch aktivieren, wenn ihr keine Videos mehr verpassen wollt. Verbesserungsvorschläge könnt ihr natürlich wie immer gerne in die Kommentare schreiben. Wenn ihr weiteres Interesse an meinem Content habt, dann könnt ihr gerne hier noch die verlinkten Sachen auf der Endcard abchecken. Danke fürs Zusehen, habt noch einen schönen Tag, tschüss und auf Wiedersehen.